Meinst du, du schaffst es rechtzeitig zur Verhandlung? Kleiner Angestellter gegen miesen Arbeitgeber. Spannender Fall. Aber wir gewinnen. Natürlich komme ich meinen Helden bewundern. Da ist auch bestimmt eine kleine Story für mich drin. Aber vorher muss ich noch zur Redaktion mein Handy holen. Wenn man uns so sieht, könnte man denken, wir sind ein altes Ehepaar. Um ein altes Ehepaar zu sein, muss man erstmal ein junges werden. So habe ich es nicht gemeint. Ich weiß. Du hältst nichts vom Heiraten. Darum werden wir auch nie ein altes Ehepaar sein. Ciao. Bis gleich. Der Mandant ist wichtig, der Fall ist Routine. Routine kann gefährlich werden. Laut Statistik passieren die meisten Haushaltsunfälle beim routinierten Fensterputzen. Ja, ist doch gut, dass wir eine Putzfrau haben. Kleiner Angestellte klagt gegen fristlose Kündigung. Wir gewinnen, Liebling. Der kleine Angestellte kennt nämlich unseren Joker noch nicht. Ich drücke euch die Daumen. Danke. Und wann geht dann dein Flieger? Um 3. Ich esse was am Flughafen. Grüß mir München. Mach ich. Was ist, wenn die mir vor Gericht irgendwelche komischen Fragen stellen? Ich meine, ich wollte meinem Kumpel ja nur helfen, weil sein Auto kaputt war. Sie haben lediglich ihrem Freund geholfen, Lautsprecherboxen ein paar hundert Meter zu transportieren. Haben Sie zwar im Firmen-LKW gemacht, aber Sie haben die Route nicht verlassen. Wenn Sie mir das nicht glauben, ich meine, ich brauche den Job. Herr Siebert, Sie waren 6 Jahre lang ein vorbildlicher Angestellter. Also stehen unsere Chancen gut? Wenn es jemals eine ungerechtfertigte Kündigung gegeben hat, dann ist es die von Ihrem Max. Wann ist es denn soweit? Ah! Oh. Anna? Alles okay? Ja. Hanna. In 3 Wochen. Boah, ey, du bist so doof, weißt du das? Wir müssen. Mach das nicht nochmal. War doch nur Spaß. Ja, hat mich totgelacht. Entspannt und lassen Sie sich vor allen Dingen von der Gegenseite nicht verunsichern. Hallo, Florian. Peter. Jens. Florian. Herr Penkala, Geschäftsführer der Spedition Aurologistik. Tag. Wir könnten das hier sehr schnell beenden, Florian. Herr Penkala bietet an, die fristlose Kündigung in eine fristgerechte umzuwandeln. Ich finde das sehr großzügig. Ja. Wenn wir das schnell beenden wollen, ziehen Sie die Kündigung ohne Vorbehalte zurück. Spart Ihnen eine Niederlage und Sie stehen in der Öffentlichkeit deutlich positiver da. Aurologistik kündigt niemanden. Ungerechtfertigt, Herr Faber. Wir entdecken die Wahrheit nicht, wir erschaffen sie. Platon. Morgen. Herr Siebert, dann schildern Sie uns doch bitte mal, wie die Sache abgelaufen ist. Ja, also ich fuhr gerade die Lindenallee runter und da stand auf einmal mein Kumpel Mirko am Straßenrand. Wir sind beide DJs und machen Musik im Club. Das ist ein Nebenverdienst? Im Moment bloß ein paar Euro. Bitte? Ich sagte im Moment bloß ein paar Euro. Ja, also ich habe gesehen, wie er da neben seiner kaputten Karre stand und die großen Lautsprecherboxen und der Verstärker halt. Habe ich angehalten und wollte ihm einfach helfen. Hatten Sie denn gar keine Bedenken, dass so ein privater Transport während der Arbeitszeit vom Arbeitgeber so einfach hingenommen wird? Ja, bei 5, maximal 10 Minuten doch nicht. Was? 5 Minuten? Es geht um die private Nutzung eines Firmen-LKW von über 1 Stunde Dauer. Einspruch, Herr Vorsitzender, das entspricht nicht der Wahrheit. Ich zahle auch gern die paar Cent Sprit, wo der Wagen da am Leerlauf stand, weil ich dafür meinen Job wiederkriege. Ich bitte um Ruhe. Laut Gutachten war der Fahrtenschreiber des LKW am besagten Tag defekt. Wie haben Sie denn die Verspätung Herrn Sieberts überhaupt bemerkt? Das ist die entscheidende Frage, Herr Vorsitzender. Einen belastbaren Beweis für diese Behauptung ist die Gegenseite bis heute schuldig geblieben. Unsere Zeugin, Frau Franziska Funke, wird eindeutig bestätigen, dass Herr Siebert zum vorgegebenen Zeitpunkt in der Firma anwesend war. Ja, dann bitten wir doch die Zeugin in den Gerichtssaal. Frau Funke, bitte. Die Zeugin Funke, bitte. Vielen Dank, Herr Siebert. Machen Sie sich mal keine Sorgen.
Franziska Funke, das ist richtig? Ja. Sie arbeiten als Disponentin bei der Firma Aurologistik. Ja. Frau Funke, nun ist es ja so, dass der Arbeitgeber behauptet, Herr Siebert wäre am fraglichen Tag über eine Stunde verspätet mit seinem LKW auf das Firmengelände zurückgekommen. Können Sie das bestätigen? Nein, aber... Von Ihrem Büro aus haben Sie einen direkten Blick auf den Fuhrpark der Firma. Das heißt, Sie können zu jeder Zeit sehen, was für Fahrzeuge abfahren und welche auch wieder zurückkommen. Ist das richtig? Ja, aber... Danke. Keine weiteren Fragen. Fragen an die Zeugin von Seiten der Beklagten? Oh ja. Frau Funke, waren Sie denn zum Zeitpunkt, als Herr Siebert von seiner Tour in die Firma zurückkommen sollte, überhaupt an Ihrem Arbeitsplatz? Nein. Nein? Entschuldigung, Sie haben doch gerade... Sie waren also nicht an Ihrem Arbeitsplatz, sondern wo? Im LKW. Im LKW? In welchem LKW? Nein, dem von Max. Sie waren im LKW von Herrn Siebert. Herr Siebert, stimmt das? Warum? Ich wollte mit Max sprechen und dann sind wir in die Reuterstraße. Das ist so eine ruhige Sackgasse. Eins ergab das andere. Naja. Naja, was? Wir haben ein bisschen rumgemacht. Könnten Sie bitte etwas konkreter werden? Brauchen Sie eine Zeichnung? Bitte noch mal zum Ruhe. Das heißt, Sie hatten Verkehr? Das war das letzte Mal. Wir waren noch mal zusammen, Max und ich. Und dieser Abschied hat wie lange gedauert? Eine Stunde ungefähr. Eine Stunde während der Arbeitszeit. Und das alles, Herr Kollege Faber, wissen wir ganz ohne Fahrtenschreiber. Herr Vorsitzender, ich bitte um eine kurze Unterbrechung. Die Verhandlung ist für 15 Minuten unterbrochen. 15 Minuten, Herr Faber. Was habe ich dir gesagt? Penkala hat es wieder geschafft, dieser Mistkerl. Anna, hör mir nur ganz kurz zu, bitte. Anna, ich lieb dich doch. Lass mich durch! Es tut mir total leid, das war doch nicht geplant. Es tut dir leid? Im Mai war das mit Franziska, ja? Da war ich im dritten Monat. Mann, ich weiß, es war ein Riesenfehler, aber ich kann es nicht rückgängig machen. Hau ab, Max, lass dich nie wieder melden. Ja, und unser Kind? Unser Kind? Unser Kind? Mein Kind. Mein Kind ist das und du wirst es nie zu sehen kriegen. Nie! Anna. Anna! Herr Siebert, lassen Sie Ihre Freundin gehen, es bringt doch im Moment nichts. Kommen Sie, wir müssen wieder rein in die Verhandlung. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Klage wird abgewiesen. Die Klage auf Rücknahme der fristlosen Kündigung des Kraftfahrers Max Siebert, Kläger, gegen die Spedition Aurologistik, Beklagte, musste abgewiesen werden. Entschuldigen Sie? Sarah Pohl von der Leipziger Allgemeinen. Ich habe Ihre Bemerkung da eben gehört. Presse, ich sag nichts. Ich bin nicht ansteckend und ich will Ihnen auch nichts Böses. Und ich werde auch nicht Ihren Namen nennen. Garantiert. Kennen Sie ähnliche Fälle, wo das so abgelaufen ist, wie da drin eben? Sie haben für Herrn Pankalla gearbeitet. Und? Mir ist es bei Penkala genauso gegangen wie dem Max. Meiner Freundin da auch und zwei anderen Kolleginnen. Alle gekündigt. Und jetzt machen Zeitarbeiter für die Hälfte. Die können doch nicht einfach allen so grundlos kündigen. Das haben sie doch gerade gesehen, dass er das kann. Er findet immer einen Grund, stimmt's? Ach, irgendwie weiß der Sachen, die er eigentlich gar nicht wissen kann. Sie meinen, die Firma bespitzelt ihre Leute? Ich wüsste nicht, wer sonst rausgekriegt haben könnte,
dass ich am letzten Tag, wo ich noch krankgeschrieben war, bei meiner schwerkranken Mutter im Pflegeheim war und den ganzen Tag da geblieben bin. Haben Sie Beweise dafür, dass Sie bespitzelt worden sind? Ist Ihnen was aufgefallen? Nein. Wobei, auf den Parkplätzen von der Geschäftsleitung, da stand immer mal wieder so ein Lieferwagen. Wissen Sie das Fabrikat oder die Farbe? Schwarz oder dunkelblau. Und das Kennzeichen? Nein, tut mir leid. Boy, hinten auf dem Lieferwagen, da stand ziemlich klein Obside drauf. Obside? Ist vielleicht ein Firmenname. Wenn Ihnen noch was einfällt. Ja, dann schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüss. Herr Penkala, was sagen Sie zum Ausgang des Prozesses? Ja, der Ausgang des Prozesses war genauso zu erwarten. Auch Logistik. Deswegen musste ich noch mal da rein, ja? Um mir diese Scheiße anzuhören, oder was? Was glauben Sie eigentlich, wie ich mich gefühlt habe, als uns Ihre Zeugin um die Ohren geflogen ist? Mann, ich konnte doch nicht wissen, dass Franziska das erzählt. Warum geht's doch nicht, Herr Siebert? Sie haben mich angelogen. Wie kann ich Sie glaubhaft vertreten? Schon mal, was für ein Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant Sie gehört. Sie hätten mir das alles besser erklären müssen. Was denn? Dass man seinen LKW nicht für ein Schäferstündchen benutzt, wenn man seinen Job behalten will. Sie haben das vergeigt. Sie haben mich da drin als Messer geliefert. Ich habe Ihren Fall übernommen, weil es mir darum geht, Arbeitnehmer zu vertreten, den man ungerechtfertigterweise gekündigt hat. Ach, leck mich doch. Obside. Observation, Sicherheit, Detektei. Ich fass es nicht. Lässt er echt seine Mitarbeiter bespitzeln? Detektei Lohmann. Sarah? Kommst du mal bitte? Habe ich was falsch gemacht? Was ist das? Pass auf. Herzlichen Glückwunsch zur Ressortleiterin. Du hast es verdient. Oh, danke. Darf ich dich umarmen? Nein, ich habe nichts damit zu tun. Bedanke dich beim Verleger. Obwohl, ein bisschen was damit zu tun habe ich auch. Absolute Katastrophe. Das tut mir leid. Max Siebert wusste haargenau, dass es überhaupt nicht um diese Lautsprecher geht. Und was macht der Kerl? Er präsentiert mir eine Zeugin, von der sich herausstellt, dass sie zur fraglichen Zeit mit ihm auf dem LKW rumgemacht hat. Das ist wirklich der größte Rohrkrepierer, seit ich Anwalt bin. Nur um mal ein militärisches Wort zu benutzen. Warum hat die Zeugin das zugegeben? Das ist doch genau der Punkt. Sie ist auch angestellt in der Firma. Hat sich damit einen erstklassigen Entlassungsgrund geliefert. Aber warum? Ich meine, wieso hat sie vor Gericht was anderes ausgesagt? Vermutlich, weil man ihr versprochen hat, dass sie dann nicht entlassen wird? Ja, das denke ich auch. Es kann doch kein Zufall sein. So, du willst also wieder mal undercover arbeiten. Was ist denn so interessant an dieser Detektei? Ihre Methoden oder noch besser die Arbeitgeber. Du, die Firmen lassen die Mitarbeiter bespitzeln und bei der kleinsten Verfehlung rausschmeißen. Hast du dafür irgendwelche Anhaltspunkte oder Beweise? Anhaltspunkte schon, Beweise nicht. Ich kann doch nicht da anrufen und sagen, hallo, hier ist die Leipziger Allgemeine, darf ich ein paar peinliche Fragen stellen? Okay, aber sei bitte vorsichtig und sprich noch mal mit der Rechtsabteilung oder frag deinen Anwalt. Gibt's den eigentlich noch? Ja, klar, wir wohnen zusammen. Na, eben drum. Also, böse. Wie hat denn Herr Siebert das Ganze aufgenommen? Er war stinksauer. Aber nicht, weil wir den Prozess verloren haben, sondern weil seine schwangere Freundin ihm den Laufpass gegeben hat, nachdem die Affäre aufgeflogen ist. Ja? Hallo Florian, ich bin's. Wann machst du Schluss? Was? Ach nein, ich meine natürlich Feierabend. Ach so. Möchtest du deinen Abend heute ausnahmsweise mit mir verbringen? Keine Recherche mehr. Übertreib's mal nicht. Ich würde dich gern zum Essen einladen. Aber nicht ins Restaurant, ich koche. Gibt's einen besonderen Anlass?
Lass dich überraschen. Bis heute Abend. Ciao. Ciao. Wir gehen also um Fall Siebert in Berufung. Selbstverständlich. Dann habe ich wenigstens Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen. Ja, aber wie? Und was nutzt das an Siebert? Das weiß ich auch noch nicht. Aber wenn was an der Sache faul ist, dann springt für ihn eine Abfindung raus. Gudrun? Was ganz anderes. Sarah hat mich gerade zum Essen eingeladen, aber sie hatte so einen bedeutungsvollen Unterton. Möchte ich mich jeglicher Spekulation enthalten? Nein, nein, bitte, spekulieren Sie. Ich bin um jeden Tipp dankbar. Als Mann würde mir da sofort etwas einfallen. Sie sind ja jetzt schon eine ganze Weile zusammen. Sarah hält nichts vom Heiraten. Sowas ändert sich manchmal über Nacht. Glauben Sie, sie ist schwanger? Was auch immer. In jedem Falle Blumen mitbringen. Herr Siebert, Faber hier. Wenn Sie sich beruhigt haben, rufen Sie mich doch bitte zurück. Ich glaube, es lohnt sich, weiterzukämpfen. Zurück, wenn du das abhörst, ja? Bitte, es ist wichtig. Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe Sie überhaupt nicht gesehen. Sind Sie verletzt? Sie sind ja schwanger. Alles. Schuld, das war mal meine Schuld. Haben Sie Schmerzen? Alles in Ordnung. Ich fahre Sie jetzt in ein Krankenhaus. Nein, mir geht's gut. Ich will nicht ins Krankenhaus. Aber. Nein. Aber Sie zittern. Bitte setzen Sie sich erstmal in mein Auto, ja? Und dann sehen wir weiter. Ich nehme Ihre Tasche. Hochzeitsbraten. Altes Rezept meiner Mutter. Nachtigall, Ikör der Trapsen. Nein, nein. Nicht, dass du jetzt denkst, dass ich dir heute einen Heiratsantrag mache. Ich würde glatt annehmen. Wow. Danke. Wie kommst du denn darauf? Du hast einen besonderen Anlass angekündigt. Außerdem machst du einen fränkischen Hochzeitsbraten. Schatz, ich will nicht heiraten. Du kennst doch meine Meinung. Ja, schon, aber... Du hast doch jetzt nicht wirklich gedacht, dass ich meine Meinung plötzlich ändere, oder? Wieso? Manche Dinge ändern sich ganz plötzlich über Nacht. Ich liebe
liebe dich. Ich will mit dir alt werden und Kinder bekommen. Aber ich bin mir ganz sicher, das geht auch ohne heiraten. Was ist dann der Anlass? Stell doch mal die Blume in die Vase, mach uns einen Wein auf. Und dann erzähle ich's dir. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Ich mache Ihnen erstmal einen Tee. Und wenn Sie Ihre Freundin erreicht haben, dann fahre ich Sie hin. Sag schon. Was ist die Überraschung? Ich bin ab heute Ressortleiterin. Mäuser hat mir die Ernennung überreicht. Nein. Ja. Wirklich? Ja, gratuliere. Heißt es, du kommst künftig noch später nach Hause? Stört's dich? Nein. Frag mich nur, wieso wir zusammengezogen sind. Ich hoffe doch nicht nur, damit du eine Frau nachts im Bett hast. Nein, natürlich nicht. Nur. Sondern? Florian, schau mal. Ich habe einen Job, du hast einen Job. Ich bin heute befördert worden und ich bin unheimlich stolz darauf. Du sitzt da und meckerst nur rum, weil ich dann mal später nach Hause komme. Es tut mir leid. Ich hatte einen blöden Tag. Ich weiß. Ich war dabei. Aber ich habe da vielleicht eine Info, die deinen Tag verbessern könnte. Ich habe heute nach der Verhandlung eine Frau gesprochen. Eine ehemalige Angestellte. Penkala hat ja auch gekündigt. Hast du Namen, Adresse? Nein, leider nicht. Aber sie hat beobachtet, wie immer wieder ein schwarzer Lieferwagen auf dem Parkplatz der Firma parkte. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es war eine Deliktei. Deliktei? Mhm. Und ich weiß auch schon, welche. Jetzt mach's nicht so spannend. So. Bitte schön. Das ist alles viel zu viel. Sie nehmen nur das, was Sie mögen. Ich bin so froh, dass Ihnen und Ihrem Baby nichts passiert ist, Frau Körber. Anna. Ich heiße Anna. Dann müssen Sie mich aber auch Katharina nennen. Ach so, also, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Aber ich meine es so. Hast du Kinder? Nein. Leider nein. Mein Mann und ich, wir können keine Kinder bekommen. Es tut mir leid. Ich habe mich irgendwie damit abgefunden. Für meinen Mann ist das ein bisschen... Wo ist denn dein Mann? Immer noch arbeiten? Ja, ja. Er hat noch Termine in München. Jetzt ist er aber. Greif zu. Wir brauchen dich da drin. Ja, ist gut, ich komme gleich. Okay. Vielleicht sagst du einfach mal Danke, Sarah, für die interessante Spur mit der Detektei. Vielleicht können wir da zusammenarbeiten. Danke, Sarah. Festnageln können wir sie aber nur, wenn wir ihnen was Illegales nachweisen. Ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Wie geht's denn der Freundin von Max Siebert? Ich hoffe, dass sie sich wieder vertragen. Warum? Ja, weil sie mir leid tut. Stell dir mal vor, du gehst mit deinem Freund zu einem Prozess, ja? Und dann erfährst du in aller Öffentlichkeit, dass der Typ dich betrügt. Das ist doch demütigend. Ich finde, dein Mandant hat vollkommen zu Recht seine Strafe bekommen. Er ist die Freundin los und das Kind. Naja, seine Freundin ist er los, wenn sie sich nicht mehr vertragen. Aber mit dem Kind ist es nicht so einfach. Wie meinst du das? Ja, wenn er die Vaterschaft anerkennt, kann die Mutter ihm nicht einfach das Kind wegnehmen. Was? Da schwängert so ein Typ eine Frau, betrügt sie nach Strich und Faden und dann darf er noch entscheiden, was mit dem Kind passiert? Das ist doch absurd. Was machst du da? Ich stelle die Gläser so hin, dass sie nicht umfallen. Also willst du sagen, dass ich sie so hingestellt habe, dass sie umfallen? Ich bin zu blöd, eine Spülmaschine einzuräumen? Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Dann stelle ich sie wieder dahin, wo sie waren. Das brauchst du nicht.
ich bin heute befördert worden. Und was machst du? Ich hab dir gratuliert, oder etwa nicht? Du hattest Angst, dass du allein im Bett bist. Du hast nicht mal gefragt, warum ich befördert worden bin. Das ist ja wohl total ungerecht. Natürlich habe ich gefragt. Siehst du, genau deswegen will ich nicht heiraten. Dann sitzt man nämlich in der Falle. Dann hat man einen autoritären Typen an der Backe, der einem sagt, wo es lang geht, wie man die Spülmaschine einräumt und was man mit den Kindern macht. Und du bist Erzieherin? Ja, dich. Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr. Aber jetzt musste ich ja erstmal unterbrechen. Wegen Mutterschutz. Ich sollte mal langsam los. Zum Vater deines Babys? Habt ihr euch gestritten? Diplomatisch ausgedrückt. Das ist endgültig vorbei. Anna, nichts ist endgültig vorbei, solange man lebt. Ich komme allein zurecht. Aber es tut weh. Versprich mir, dass du dich bei mir meldest, wenn du Hilfe brauchst. Das ist nett von dir. Wo willst du denn jetzt hin? Zu meiner Freundin. Die ist inzwischen bestimmt zu Hause. Aber sie hat sich doch gar nicht gemeldet. Ach, Leonie hört nie ihre Mailbox ab. Dann lass mich dich hinbringen. Nein, das ist wirklich nicht nötig. Aber wenn du mir ein Taxi rufen würdest, das wäre klasse. Bist du sicher? Ganz sicher. Wann du hier Schluss machst? Weiß ich noch nicht. Tut mir leid. Mir tut's leid. Ich habe ein bisschen überreagiert. Ich habe einfach blöde Sprüche gemacht. Ich werde einfach die Spülmaschine nicht mehr umräumen, wenn du daneben stehst. Ich habe viel falsch gemacht heute. Ich mache alles viel falscher. Anna. Hey, Leonie. Kann ich heute Nacht bei dir bleiben? Oh, du. Das ist ganz schlecht heute. Ja, Andi. Ach so. Verstehe, ja dann. Nee, jetzt warte mal. Max? Nein, komm jetzt mal rein. Kannst du für mich heute weitermachen? Ich muss noch was erledigen. Gehen wir jetzt? Nein, ich gehe. Das ist ja echt eine Scheiße. Und wir dachten alle jetzt, wo ihr so lange zusammen seid, wo das Baby bald da ist, da ist es endgültig mit euch. Endgültig aus. Und was willst du denn jetzt machen mit dem Baby? Willst du deine Ausbildung schmeißen? Willst du es weggeben? Weggeben? Naja, zur Adoption. Das wäre doch eine Alternative. Das ist mein Baby. Das gebe ich doch nicht weg. Und die Ausbildung schmeiße ich auch nicht. Ich schaff das schon. Mann, Anna, dann sitzt du alleine mit einem Baby da. Ja, dann wäre ich ja nicht die einzige alleinerziehende Mutter. Nee, aber alleinerziehende Mutter ist die Arschkarte, glaub mir. Ich sehe das jeden Tag bei mir im Hort. Hey, Leonie, was ist denn jetzt? Oh ja, Gott, ja. Ich komme! Was ist nur für eine Nacht, schätze ich. Vielleicht auch nur für eine halbe. Und du könntest einfach so lange auf dem Sofa im Wohnzimmer auf mich warten. Hm? Anna, wie kommst du darauf, dass Anna hier ist? Weil du vielleicht ihre beste Freundin bist. Max, ich habe hier einen Typen im Bett, okay? Und es wäre sehr nett, wenn du dich jetzt einfach vom Acker machst.
Ciao, ciao. Ich schau mal wieder vorbei, wenn ich alle 5 Minuten einer klinge. Mann, Andi, warte doch mal. Also ist sie doch da, ja? Mann, Max, sie will ich nicht sehen, sonst wäre sie schon hier. Anna! Anna, komm raus jetzt, es tut mir doch leid. Anna, bitte. Mann, Anna. Spinnst du, ey? Hau ab, Max, lass mich in Ruhe. Anna, nur ganz kurz. Es reicht, Max! Leute, warum ist hier leiser hier? Alles in Ordnung, Leonie? Los, verpiss dich, du Vogel! Anna, bitte. Mach dich vom Acker oder ich ruf die Bullen! Hey, ganz ruhig, ja? Danke. Der kommt nicht wieder. Doch, der kommt wieder. Scheiße, Mann, ich muss hier weg. Es tut mir leid, dass ich dir den Abend versaut habe. Ach, Quatsch. Wo willst du denn jetzt hin um die Zeit? Ich habe jemanden kennengelernt. Eine Frau. Eine sehr nette Frau, bei der kann ich erstmal wohnen. Eine nette Frau, bei der du wohnen kannst? Was ist das denn jetzt wieder für eine Story? Erklär ich dir einen anderen Mal. Moment! Ich lass dich hier nicht so einfach gehen. Nicht bevor du mir sagst, wo ich dich finden kann. So wird das aber nichts mit Familie, Herr Anwalt. Und, gefällt's dir? Klar, tausend Dank. Ich bin so müde, ich will jetzt nur noch schlafen. Dann ruh dich aus. Gute Nacht. Vermittlerin für ein großes Dienstleistungsunternehmen hört sich auf Anhieb interessant an. Für welches große Unternehmen vermitteln Sie, Frau Wagner? Wenn das Unternehmen es zum jetzigen Zeitpunkt offenbaren wollte, dann würden Sie jetzt der Geschäftsführung gegenüber sitzen und nicht einer Vermittlerin. Wenn Sie mir Ihren Auftraggeber nicht nennen wollen... Können, Herr Lohmann, können. Können. Können oder wollen Sie mir dann wenigstens sagen, was wir für Sie tun können? Kennen Sie die Segnung der Leiharbeit? Ja. Sie ist ein Instrument, Menschen in Arbeit zu bringen, die sonst keine hätten. Das trifft in vielen Fällen zu. Aber dann gibt es noch die Fälle, in denen man mit Leiharbeit, wie soll ich das sagen, den Faktor Personalkosten eines Unternehmens wesentlich optimieren kann. Jetzt mal Tacheles. Festangestellte kündigen, sie als Leiharbeiter wieder einstellen oder auch ganz durch Leiharbeiter ersetzen. Ist es das, worüber wir reden? Präzise hätte ich es nicht ausdrücken können. Nun gibt es aber immer wieder Festangestellte, die nicht einsehen wollen, dass sie mit Leiharbeit wesentlich unabhängiger werden. Gratuliere zu Ihrem Zynismus. Mit anderen Worten, Sie brauchen Kündigungsgründe, am besten fristlos. Ich sehe, ich bin an der richtigen Adresse. Jetzt würde mein Auftraggeber gerne wissen, wie Sie denn in solchen Fällen vorgehen. Sie lesen doch Zeitung? Sie gehen ins Kino? Ich nehme an, Sie haben einen Fernseher. Da wird doch häufig gezeigt, wie sowas geht. Männer in Trenchcoats mit dicken Zigarren, schwarzen Hüten. Ich glaube, ich bin doch nicht an der richtigen Adresse. Wir meinen das schon etwas ernster. Ich auch. Deshalb werden Sie doch nicht annehmen, dass ich hier so ohne weiteres Details offenbare. Setzen Sie sich doch bitte wieder.
Frau Wagner, Sie wollen noch mit Profis zusammenarbeiten, oder? Ja. Dann läuft das so. Sie heuern uns an. Dafür leisten Sie eine Anzahlung, Cash. Bei Erfolg fließt die Anzahlung in das Honorar ein. In welcher Höhe? 5.000 sind bei uns üblich. Und dann? Sobald das Geld hier auf dem Tisch liegt, erhalten Sie alle Informationen über unsere Vorgehensweise. Das muss ich aber erst mit meinem Auftraggeber besprechen. Ich meine, 5.000 Euro sind für ein Unternehmen nicht besonders viel, aber ohne sichtbare Gegenleistung. Frau Wagner, die Gegenleistung ist zunächst mal mein Risiko. Ich kenne Sie nicht. Vielleicht ist Ihr Besuch gefährlich für mich. Wer mit dem Teufel Walzer tanzt, braucht feuerfeste Kleidung und die kostet Geld. Sie hören von mir. Ich habe das Bad gesucht. Und hast das Kinderzimmer gefunden. Ein Kinderzimmer in einem Haus, in dem es gar keine Kinder gibt. Ich hätte es dir heute sowieso gezeigt. Wir haben das Zimmer eingerichtet, als... Wir wollten ein Kind adoptieren. Und es war schon fast da. Es war so kurz davor. Wir haben uns so wahnsinnig darauf gefreut. Und dann hat die Mutter es sich im letzten Augenblick doch anders überlegt. Heute sind wir zu alt für eine Adoption. Zu alt? Aber so siehst du gar nicht aus. Danke für das Kompliment. Aber es ist so. Unsere Adoptionsgesetze sind sehr streng. Und da kann man nichts machen. Mein Mann ist Anwalt. Ein ziemlich guter sogar, aber selbst er war bisher erfolglos. Ich hätte das alles hier ja schon längst weggeräumt, aber Peter ist mein Mann. Er macht sich immer noch so große Hoffnung. So ein schönes Kinderzimmer werde ich mir nie leisten können. Such dir was aus. Du kannst haben, was du magst. Nein, das geht doch nicht. Oder besser, zieh gleich bei uns ein. Das klingt toll. Weißt du denn, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Ein Mädchen. Hm. Und hast du schon einen Namen? Oder bist du noch unsicher? Doch, den habe ich schon. Pauline. Pauline. Das ist ein sehr schöner Name. Komm erst mal runter zum Frühstück. So, das Bad ist draußen im Flur, gleich links. Wann kommt denn nun Herr Faber? Anna ist weg und ich bin schuld. Erzählen Sie mir was Neues. Guten Morgen, Gudrun. Guten Morgen, Herr Faber. Sie war bei Leonie, das ist eine Freundin von ihr. Da habe ich sie gestern Abend noch gesehen, jetzt ist sie verschwunden. Was heißt verschwunden? Kommen Sie erst mal rein. Keine Anrufe hin. Haben Sie sich mal in die Lage Ihrer Freundin versetzt? Was erwarten Sie nach dem Desaster? Ja, ich weiß, ich habe Mist gebaut. Auch wie ich sie reingeritten habe. Wenn ich ganz ehrlich bin, als Anna damals gesagt hat, dass sie schwanger ist und sie das Kind behalten will, da habe ich gesagt, ja, okay, ich will es auch. Aber eigentlich mehr wegen Anna. Damals, da wollte ich das alles noch gar nicht so richtig. Und jetzt wollen Sie es? Ja. Ich will Anna unbedingt wieder haben. Ich will jetzt alles erklären. Gestern weiß ich einfach, dass ich unser Baby auch will. Ja, und bei Ihnen möchte ich mich auch entschuldigen. Hm?
Ja, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Für alles halt. Also bitte helfen Sie mir, ich muss Sie finden. Ich bin Anwalt und kein Detektiv. Leonie weiß, wo Anna ist. Da bin ich mir ganz sicher. Rufen Sie sie an? Nee, mir sagt sie es bestimmt nicht. Aber ich dachte, wenn Sie vielleicht mitkommen und ein gutes Wort für mich einlegen. Bitte. Das kommt überhaupt nicht in Frage, Sarah. Ich verspreche dir, für diese 5000 Euro bekommst du eine Story, um die dich jeder Konkurrent beneiden wird. Soll ich dir sagen, was passiert? Wir gelten dann als das Blatt, das mit miesen Tricks und schmutzigem Geld Leute reinlegt. Leute? Das sind keine Leute. Das sind üble, schmutzige Kriminelle, die ihre Angestellten um ihre Jobs bringen. Wir kriegen die nicht mit super seriösen Methoden ran. Mit seriösen, Sarah. Wir kriegen böse Buben mit seriösen Methoden ran. Hab doch mal ein bisschen Vertrauen in deine neue Ressortleiterin. Vertrauen habe ich. Aber an die Geschichte musst du trotzdem anders rangehen. Leonie! Hey, Leonie! Verschwinde, Max! Frau Seiler? Mein Name ist Faber. Können wir kurz mit Ihnen reden? Was wollen Sie? Ich bin Max Anwalt und jetzt rennen Sie doch nicht gleich weg. Ich bin als Privatperson hier. Wenn Sie wissen wollen, wo Anna ist, von mir erfahren Sie es nicht. Mann, Leonie, bitte. Du weißt doch ganz genau, Anna und ich, wir gehören zusammen. Anna und ich und das Baby. Zu spät, Max. Und mit dem Baby wäre ich mir gar nicht so sicher, ob Anna das dort behalten will. Was? Du hast sie im Stich gelassen. Was Anna an Unterstützung bekommt, das reicht hinten und vorne nicht. Hast du schon mal was von Adoption gehört? Anna will unser Baby... Das darf sie gar nicht. Darf sie das, hä? Darf sie das Baby einfach so jetzt weggeben? Lassen Sie mich kurz mit dir alleine reden, ja? Bitte. Frau Seiler, geben Sie Max doch eine zweite Chance. Wenn Sie Max meinen, dann müssen Sie noch ein paar Chancen oben drauflegen. So ein halbes Dutzend ungefähr. Ist er so schlimm? Ja. Bitte. Eine letzte Chance. Die kann ich ihm nicht geben, das muss Anna machen. Hören Sie, ich weiß gar nicht, ob er wirklich eine zweite Chance verdient hat. Ich meine, ich kenne ihn selber erst seit kurzem. Aber als Anwalt entwickelt man ein Gespür dafür, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und ich bin mir sicher, Max meint es diesmal ehrlich. Vielleicht ist ihm ja ein Licht aufgegangen, als ihn Anna verlassen hat. Kommen Sie. Sie wissen doch, wo sie ist. Ja, ich sag's nicht. Das finde ich gut. Würde ich auch machen. Gute Freundin. Aber wenn Sie sich's anders überlegen, rufen Sie mich an. Danke. Du hast ja gar nichts gegessen. Doch, aber ich habe morgens nicht so einen Appetit. Und überhaupt, was soll ich denn jetzt machen? Du hast doch bestimmt Familie. Nee, nicht wirklich. Ich muss mir schon alleine was suchen. Ich fahre jetzt erstmal aufs Amt. Bevor du das alles tust, mach's dir hier erstmal richtig bequem. Denk über alles in Ruhe nach. Vor allem denk dran, das Zimmer oben, solange du möchtest. Sie strampelt. Darf ich mal fühlen? Ja, klar. Wie sehr ich dich darum beneide. Naja, was nicht ist, ist eben nicht. Kann ich dich einen Moment allein lassen? Ja, klar. Ich muss noch was besorgen. Ich bin höchstens eine Stunde weg. Denk noch mal in Ruhe drüber nach. Bleib bei uns. Glauben Sie, dass Leonie sie anruft und Ihnen sagt, wo Anna ist? Nein. Aber vielleicht redet sie mit ihr. Und wenn wir Glück haben, meldet sie sich bei mir. Ich bin so ein Idiot. Wahrscheinlich verstehen Sie es überhaupt nicht. Was?
Ja, das mit den Frauen. Dass ich da halt, wie soll ich sagen, mitgenommen habe, was sich eben angeboten hat. Die sind echt cool, was? Ja, wahrscheinlich haben sie recht. Vielleicht bin ich dieses Arschloch, was jetzt seine Quittung kriegt. Hören Sie, ich war auch kein Kind von Traurigkeit, bis ich einen schweren Autounfall hatte. Ich war quasi schon tot. Das Einzige, an das ich mich erinnere, war ein Licht am Ende eines Tunnels. Und wissen Sie, wer mir damals entgegenkam? Eine Journalistin. Sie hat mich abgrundtief gehasst. Ich war damals Anwalt für einen Immobilienhai und habe kleine Leute fertig gemacht. Heute ist diese Journalistin meine Lebensgefährtin. Dann ist mein Prozess ja vielleicht sowas wie Ihr Autounfall. Max, kann es sein, dass Sie bespitzelt wurden? Ich meine, woher sonst sollte Ihr Arbeitgeber von dem Schäferständchen erfahren haben? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Sie ein paar andere Kollegen von mir auch bei irgendwas erwischt haben. Privat genutzte LKWs, frisierte Krankmeldungen, Pornofilme auf den Computern, sowas halt. Und? Ja, die haben sie auch relativ schnell gefeuert. Bei uns in der Firma sitzen jetzt eigentlich nur noch Polen, Balten und Ukraine auf dem Becken. Vielleicht steckt da doch Methode dahinter. Ich muss auf jeden Fall mit Frau Funke telefonieren, aber die blockt die Gespräche ab. Mir fällt schon was ein. Ja, was ist mit Anna? Scheiß auf den Job, wenn ich Anna nicht wiederkrieg. Kommen Sie. Ich habe erwartet, dass Sie so reagieren. Das habe ich auch meinem Arbeitgeber gesagt. Ich habe gesagt, die Detektei Lohmann, das ist kein kleiner, obskurer Laden. Das ist ein Unternehmen mit Erfahrung, die wir brauchen. Wo ich das ja nicht genau weiß. Naja, also entweder 1.000 Euro oder nichts. Mein Auftraggeber wollte eine Detektei ohne Vorkasse. Wie kommen Sie darauf, dass ich Sie für 1.000 informiere, wenn ich 5.000 gesagt habe? Wissen Sie, mir hat Ihr Bild mit dem Teufel und dem Walzer tanzen gefallen. Und da habe ich gedacht, vielleicht frisst der Teufel in der Not auch Fliegen. Sieht so aus, als ob ich in Not wäre. Nein. Leider. Tja, dann muss ich wohl mit Ihrer Konkurrenz reden. Nun warten Sie mal. Setzen Sie sich mal wieder. Für 1.000 Euro gebe ich Ihnen einen kleinen Einblick. Einen Einblick, den ich jederzeit bestreiten werde, wenn Ihre Auftraggeber oder Sie selbst unsere Informationen an Dritte weitergeben. Auf keinen Fall. Gut. Wir bewegen uns in einer rechtlichen Grauzone. Bin ich mir bewusst. Ist das Ihren Auftraggebern auch bewusst? Gut. Bekomme ich eine Quittung? Selbstverständlich. So, nachdem das geklärt ist. Sie wollen Mitarbeiter, Angestellte bei Unregelmäßigkeiten überführen. Erfahrungsgemäß gelingt das am besten mit der Überwachung sämtlicher Telefonate und des E-Mail-Verkehrs. Für diese Selbstverständlichkeit wollen Sie doch hoffentlich nicht 1.000 Euro haben. Wir beginnen mit der Spezialrenovierung Ihrer Geschäftsräume. Spezialrenovierung? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wir haben einen Trupp ausgewählter Handwerker, der Büro- und Aufenthaltsräume an einem Wochenende spezial renoviert, wie wir es nennen. Danach können Sie alles sehen und hören, was sich in diesen Räumen abspielt, ohne dass ein Mitarbeiter etwas davon bemerkt. Aha. Sehen Sie hier irgendwelche Aufzeichnungsgeräte? Nein, nicht auf Anhieb. Und diese Spezialrenovierung, findet die nur am Wochenende statt? Das können wir auch nach Feierabend machen, an einem Nachmittag, wenn es eilig ist. Und was ist, wenn ein Mitarbeiter eine reine Weste hat? Also wenn Ihre Überwachung keinen Kündigungsgrund liefert? Jetzt schrammen wir aber haarscharf an der 1.000-Euro-Grenze vorbei. Das ist meine letzte Frage, versprochen. Naja, dann kann es sein, dass auf dem Computer Ihres Mitarbeiters Internetpornos entdeckt werden. Sie verstehen, was ich meine? Ja. So kommen wir ins Geschäft. Wunderbar.
Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und? Vorsicht. Ja, sehe ich auch so. War ziemlich nervös gegen Ende. Hat sich dann doch keine Quittung geben lassen. Sie und hör dich mal um. Ich hoffe, wir irren uns. Das hoffe ich auch. Hallo, Mann! Ich habe die Quittung vergessen. Stimmt. Ich wäre fast hinterhergelaufen. Kann ich Sie kurz sprechen? Ich habe gerade Mittagspause. Wenn Sie meine Fragen am Telefon beantwortet hätten, dann müsste ich Sie jetzt nicht stören. Ein Telefon? Sie haben doch keine Ahnung. Hat man Sie zur Aussage gezwungen? Wird Ihr Telefon überwacht? Frau Funke, wer setzt Sie unter Druck? Sie setzen mich unter Druck. Lassen Sie mich in Ruhe, ich werde Ihnen nichts sagen. Leipziger Allgemein. Ich bin ganz nah dran. Die Detektei hat die Aufenthaltsräume mit unsichtbaren Kameras verwanzt. Unsichtbare Kameras? Ja, die sind so winzig klein, die sieht man nicht. Ich habe selbst erlebt. Na, wie willst du das beweisen? Ich glaube, ich habe einen der Auftraggeber in der Detektei gesehen. Na ja, und wenn schon was beweist, das verrenn dich nicht, Sarah. Du brauchst was aus erster Hand. Ich verrenn mich nicht. Ich zieh mich mal um. Nach. Leonie, ich bin hier eingesperrt.
eingeschlossen. Was? Doch, eingesperrt. Leonie, hilf mir. Ich hab Angst, bitte. Ich kann hier jetzt nicht weg. Ich lass mir das einfallen. Ist es die Adresse, die du mir aufgeschrieben hast? Ja. Aber keine Polizei, kein Max. Nein, nein. Kein Max, keine Polizei, das verspreche ich dir. Bis gleich. Herr Faber hier. Leonie, was gibt's? Was? Ist gut. Wir sind gleich da. Leonie hat angerufen. Anna ist in der Villa eingesperrt und hat totale Panik. Was? Wo denn? Am Waldsee 42. Waldsee. Das sagt mir doch irgendwas. Was will die denn bei denen? Bei wem denn? Katharina! Florian, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ist was passiert? Wo ist Anna? Wie bitte, wer sind Sie denn? Sie halten Anna gefangen. Anna gefangen? Anna ist freiwillig hier, das ist ja lächerlich. Das heißt, sie ist in deinem Haus? Ja. Boah, was soll denn die Sie haben uns angerufen, irgendwas ist passiert, also los, aufschließen jetzt! Ist was mit dem Baby? Anna? Anna! Anna, was ist denn los? Warum hast du mich hier eingeschlossen? Hab ich gar nicht. Ich schließe mein Haus immer ab. Das glaube ich dir nicht. Ah, ah, es geht los. Was? Das Baby ist kommen. Ganz ruhig, Anna. Halt durch, Anna, du schaffst das. Natürlich schafft sie es. Und Katharina hat sie wirklich gefangen gehalten. Ich weiß es nicht. Auf einmal so ein Gefühl. Ich war ganz allein im Haus. Und da war dieses Kinderzimmer vollgestopft mit Spielzeug und allem, was man so braucht für ein Baby. Ach. Anna, ganz ruhig. Oh. Atme. Glauben Sie an diese Geschichte mit Annas Unfall? Was, wenn die Alte sie absichtlich angefahren hat? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Es passt gar nicht zu Frau Braun. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein gesundes Mädchen. Darf ich Sie sehen? Ob Sie Ihr Kind? Warum denn nicht? Ja, das müssen Sie schon alleine machen. Unser junger Vater macht sich Sorgen, ob er willkommen ist. Aha. Na, dann kläre ich das nochmal ab. Entschuldigung. Ja, Sarah? Strengstes Handyverbot. Florian, stell dir vor, ich habe heute in der Detektei Pankala gesehen und... Das Baby ist da. Annas Baby. Was? Anna? Bis später. Florian? Hallo? Probleme mit deinem Anwalt? Er ist in der Entbindungsstation und Anna hat ihr Baby bekommen. Und jetzt weißt du nicht, wer Anna ist. Doch, doch, weiß ich. Geliebte vom Anwalt. Och, du! Du wolltest mich sprechen? Wenn du schon mal da bist. Sie schläft. Du, Anna, ich... Ja, ich weiß. Das war das allerletzte Mal. Und die Sache mit Franziska? Das war echt nicht geplant, glaub mir. Trotzdem war es total mies von mir. Damals, da... war ich mir einfach überhaupt nicht sicher, ob ich bereit bin für das alles. Aber jetzt weiß ich ganz genau, dass ich unser Baby will. Und dich. Und du meinst es jetzt wirklich ehrlich? Ehrlich wie Max Siebert oder richtig ehrlich? Ganz ehrlich, wirklich. Mann, ist die niedlich.
hast du echt toll gemacht. Du, Anna, kannst du nicht einfach sagen, es ist gut, Max, ich glaub dir jetzt? Es geht nicht so einfach, Max. Bloß weil das Baby jetzt da ist. Okay. Naja, dann erhol dich noch schön, ja? Dann bis bald, Anna. Bis bald, Pauline. Schöne Grüße vom Chef. Wer sind Sie? Was wollen Kleiner Sie? Kleiner Ratschlag, überleg dir gut, was du schreibst, ja? Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Mit Schmierfinken von der Presse werden wir ganz schnell fertig. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Was soll das? Was? Kleine Verwechslung. Die Dame sieht aus wie meine Frau. Die ist mal wieder abgehauen. Und Lügen tut sie auch. Na, gegen Lügen hilft ja manchmal eine Tracht Prügel. Verschwinde, du Arschloch. Nichts für ungut. Schönen Abend noch. Ist alles in Ordnung? Wahnsinnig. Hast du echt geglaubt, du kommst mit der Sache durch, oder wie? Jetzt haben die dich auf den Kicker. No risk, no fun. Oder besser gesagt, ohne Risiko, keine Story. Jedenfalls nicht im kriminellen Milieu. Ach, da bist du jetzt. Aber das macht man anders. Ja, wie denn dann? Soll ich hingehen und sagen, hallo, ich bin von der Presse, ich hätte gerne mal ein paar Einzelheiten, mit denen ich sie dann in die Pfanne haue? Das geht nicht. Da muss man hingehen, sich als jemand anderen ausgeben, 1.000 auf den Tisch legen und dann geht das schon. Ach, deine Redaktion zahlt 1.000 Euro für illegale Informationen. Nicht die Redaktion, sondern ich. Ach, Sarah Pohl zahlt mit ihrem eigenen Geld. Ja, aber dafür habe ich jede Menge erstklassiger Informationen bekommen. Ja, schieß los. Pinkala. Den habe ich heute in die Detektei gehen sehen, jedenfalls in das Gebäude, wo die ihr Büro haben. Pinkala war in dem Gebäude? Ja, das wird's interessant. Das wollte ich dir schon am Telefon sagen. Und der Typ in der Detektei hat dir gesagt, wie Pinkala seine Leute abhält? Natürlich nicht. Aber er hat mir gesagt, wie man sowas macht. Für 1.000 Euro. Ich habe sogar eine Quittung. Für alle sogenannten Dienstleistungen gibt es korrekte Rechnungen. Was so viel heißt, dass auch Schweinereien ordentlich verbucht sein müssten. Es gibt Rechnungen? Mhm. Ist ja ein Ding. Ja, lass mal hören. Was kriege ich denn dafür? Was du möchtest. Was ich möchte? Mhm. Das war richtig mutig von dir vorhin. Ja. Ich bin nicht nur intelligent, ich bin auch stark. Mhm. Mein Held. Lass dir mal was einfallen. Mach ich. Versprochen? Versprochen. Dass man nicht alles für Opfer bringen muss. Wem sagst du das? Schön, dass du zurück bist. Ich denke nach. Worüber? Katharina.
Willst du dich nicht endlich mal von diesem ganzen Zeug trennen? Aber das ist kein Zeug. Das sind alles wunderbare Dinge, die wir vielleicht noch gebrauchen können. Nein. Nichts davon können wir gebrauchen. Du musst loslassen, Katharina. Wir werden kein Kind mehr bekommen, nie. Und was würdest du sagen, wenn ich endlich ein Kind für uns gefunden hätte? Was redest du denn da? Hör mir zu, Peter. Hör mir einmal richtig zu, ja? Ja, ich höre dir gerne zu, aber nicht in dieser Sache. Dieser Sache? Das ist doch kein Fall. Das ist nicht eine von deinen Akten. Es geht um mich und um dich. Es geht um unser gemeinsames Kind. Katharina. Bitte. Woran denkst du? Ob man über Penkala an die Rechnungen der Detektei kommen kann. Du liegst hier mit einer Frau, mit der du Sex hattest und denkst an diesen Gauner? Mir ist sie lieber, wenn ich an Fußball denke. Im Ernst. Ich denke an Max und Anna. Falls du denkst, du hast jetzt die Kurve bekommen, nein. Was ist es denn, ein Junge oder ein Mädchen? Was meinst du jetzt? Na, Annas Baby. Keine Ahnung. Mädchen, glaube ich. Du weißt es nicht? Es ist ein hübsches Baby. Ich hab's nicht gesehen. Du warst quasi bei der Geburt dabei und weißt nicht, was es ist? Nein. Ich wollte nicht indiskret sein. Du willst Familie und Kinder und interessierst dich nicht für Babys. Doch, schon. Aber es ist ja nicht mein eigenes. Wo willst du hin? Ins Bett. Bin müde. Du bist nicht müde. Du hast mir was versprochen. Hast du doch eben bekommen. Da fehlt noch was. Mal sehen. Ja, Anna Körber. Sie ist meine Nichte. Sie ist doch bei Ihnen zur Entbindung. Ja, genau, Anna Körber. Das Kind ist schon geboren? Danke, Schwester. Da ist sie. Sie will sich in 10 Minuten mit uns im Park treffen. Sie will nicht mit uns gesehen werden. Dass Max vielleicht hilft. Und Anna. Ich wollte das nicht, das tut mir leid, echt. Werden die Mitarbeiter in ihrer Firma bespitzelt? Ja. Gibt es dort versteckte Videokameras? Muss es geben, aber die sind so gut versteckt, dass man sie nicht sieht. Und die Telefonate, werden die abgehört? Ja. Frau Funke, mich interessiert vor allen Dingen, wie die Geschäftsführung, also Herr Penkala, herausgefunden hat, dass Sie mit Max auf dem LKW waren. Die hatten sie mal hinterhergeschickt, mit einer Kamera. Hochglanzfotos in Farbe. Mit der Zeit eingeblendet, wie ich in den LKW steige und dasselbe, wie ich wieder aussteige. Er hat mir vorgeschlagen, dass ich im Prozess gegen Max aussage. Dann hat das Ganze keine Folgen für mich. Wieso haben Sie mir das nicht gesagt? Er hat mir die Fotos am Morgen vor dem Prozess gegeben. Bis dahin hatte ich keine Ahnung, dass wir alle überwacht und bespitzelt werden. Hatten Sie denn keinen Verdacht? Es gab Gerüchte. Aber die habe ich nicht ernst genommen. Wieso wollten die Max loswerden? Wieso wohl?
Wir hatten mal 25 festangestellte Fahrer, jetzt sind es noch 7, der Rest sind Ausländer. Kein Kündigungsschutz, halber Lohn, es läppert sich. Das deckt sich mit Max' Geschichte. Was mich wundert ist, wenn alle Fahrer entlassen worden sind, wieso steht denn darüber nichts in den Akten? Vielleicht, weil fast alle unsere Fahrer an der Filiale in Halle angestellt sind. Max und ich noch 2 andere, wir sind die einzigen hier in Leipzig. Halle? Das ist gleich um die Ecke, aber ein anderes Bundesland. War es das jetzt? Glauben Sie wirklich, dass Herr Penkala sich an sein Versprechen hält und Sie nicht bei der nächsten Gelegenheit feuert? Sie sind als Nächste dran, ist nur eine Frage der Zeit. Dann zeige ich ihm die Rechnungen von der Detektei Lohmann. Die sind meine Lebensversicherung. Sie haben Rechnung? Ja, die sind eigentlich unter Verschluss. Eine Freundin in der Buchhaltung hat mir Kopien gegeben, nachdem sie mitbekommen hat, was Penkala mit mir im Prozess gemacht hat. Sie würden Max damit sehr helfen. Also gut, warum nicht? Wenn Sie damit Penkala am Arsch kriegen. Den kriegen wir, versprochen. Bei Riegers und Braun an, machen Sie mir einen Termin. Am besten sofort. Ich komme mit. Entschuldigung, ich suche Anna Körber. Sie ist meine Nichte. In welchem Zimmer liegt sie denn? Oh nein, nicht das noch. Dr. Großmann, bitte ins Säuglingszimmer, sofort. Was haben Sie gefragt? Ich bin die Tante von Anna Körber, die gestern hier entbunden hat. Wo kann ich sie denn finden? Da muss ich nachsehen. Ich hatte gestern keinen Dienst. 2 Kolleginnen sind krank und mir ist die Hölle los. Welches ist denn unsere Pauline? So geht das nicht, Leute. Ich kann mich nicht zerreißen. Pauline, ja, hier, vorne rechts. Wo müssen wir hin? Sie ist soweit. Oh nein. Doch. Kommen Sie mit raus. Kommen Sie gleich rein. Sind Riegers und Braun da? Ja, aber da können Sie jetzt nicht so einfach rein. Danke, ich kenne den Weg. Herr Papa, bitte. Mensch, Florian, ich hatte deine Sekretärin ausdrücklich sagen lassen, dass wir heute nicht in... Tut mir leid, Herr Braun, aber ich konnte ihn einfach nicht... Danke, Frau Weber, ist gut. Florian, bitte, was ist so eilig? Um es kurz zu machen, wir haben Rechnungen von der Detektei Lohmann. Aus denen ganz klar hervorgeht, dass sie Penkalas Mitarbeiter abhört, auch Herrn Siebert. Solltest du auf unrechtmäßige Weise an Unterlagen der Firma Euro Logistik gekommen sein, dann... Wird die Staatsanwaltschaft sehr genau prüfen, ob und in welcher Weise sie diese Informationen nutzt. Das hast du aber schön gesagt. Und was genau soll daraus hervorgehen? Beispielsweise die heimliche Überwachung von Aufenthalts- und Umkleideräumen, Büros, Kantine. Ich war in der Detektei Lohmann, habe mich persönlich von der Zuverlässigkeit der Anlagen überzeugt. Das alles können Sie bei der Firma Euro Logistik nachweisen? Genau. Vorsicht, Frau Po. Meine Mitarbeiterin ist genau jetzt beim Amtsgericht in Halle und lässt sich sämtliche offenen Fälle gegen Penkala vorlegen. Ich garantiere euch beiden, ich werde jeden einzelnen Fall persönlich prüfen und ich werde jeden Gekündigten nach seiner Entlassung fragen. Ja, und?
Worauf willst du eigentlich hinaus? Erpresste Zeugenaussage. Davon habt ihr beide natürlich nichts gewusst. Schwester! Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern zu Anna Körber. Körber. Ah ja, Körber. Frau Körbers Tante ist auch schon da. Ihre Tante? Anna hat keine Tante. Doch, hat sie. Sie hat doch gerade nach Pauline gefragt. Hier steht einiges Kopf. Wissen Sie, ich bin alleine. Wir haben zwei Frühchen. Was kann ich denn für Sie tun? Ich bin der Vater von Pauline. Ich dachte, wenn es passt, nehme ich Sie gleich rein mit zu Anna. Nein, Pauline ist nicht hier. Vielleicht hat sie die Mutter schon geholt oder Frau Körbers Tante. Sie hat keine Tante. Es war Ihre Tante. Ich habe keine Tante, wirklich. Und das Baby? Ich verstehe das nicht. Die Frau war sehr freundlich. Sie hat nach Pauline gefragt und sie ist mit mir aus dem Säuglingszimmer rausgegangen. Aber außer uns kennt den Namen ja eigentlich nur... Katharina. Ja. Was glaubst du, was die jetzt machen? Das, was sie immer machen. Erst werden sie ihren eigenen Kopf aus der Schlinge ziehen und dann den ihres Mandanten. Ja, Herr Siebert. Was? Sind Sie sicher? Bis gleich. Warte kurz. Was ist denn los? Ich bin gleich wieder da. Verdammt. Und was schlägst du jetzt vor? Pencala wird für uns jedenfalls zu einem Problem. Ach, Florian, bitte, was soll denn das? Was? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich schon. Leider. Entschuldige mich. Entschuldige? Was? Katharina, ich möchte mit dir reden. Peter, schick die Leute weg. Sie wollen das Kind mitnehmen. Das ist nicht unser Kind. Katharina. Katharina, bitte. Geh bitte raus, Max. Lass mich allein mit Katharina. Bitte. Geht's ihr gut? Sie hat die ganze Zeit geschlafen. Aber hier draußen ist es so kalt. Sie wird gleich Hunger haben, wenn sie aufwacht. Ich habe schon alles vorbereitet. In der Thermoskanne, da ist Wasser. Das hat genau die richtige Temperatur. Es war dir doch recht, dass ich sie schon abgeholt habe. Naja, es wäre schon besser gewesen, wenn du mich vorher gefragt hättest. Stimmt. Einen Moment lang hatte ich drüber nachgedacht. Worüber? Dir mein Baby zu geben. Ich hab gedacht, es wird keinen schöneren Platz haben als hier. Zumindest schöner als bei uns.
Mein Freund betrügt mich, während ich schwanger bin. Meine Welt ist zusammengebrochen. Deine schien wenigstens heil zu sein. Aber dann habe ich gedacht, ich kann mein Kind doch nicht alleine lassen. So wie es meine Mutter mit mir gemacht hat. Hast du sie gar nicht gekannt? Sie ist abgehauen, als ich 2 Jahre alt war. Ist mit einem Typen durchgebrannt nach Kanada. Papa ist vor 2 Jahren gestorben. Einmal im Jahr bekomme ich eine Geburtstagskarte von ihr, ohne Absender. Ich habe mich gefragt, will ich das meinem Kind auch antun? Nein, natürlich nicht. Ich hätte Pauline nie was angetan. Ich wollte nur mal fühlen, wie es ist, wenn man ein Baby hat. Und? Ich hatte keine Ahnung, dass es mit Katharina und eurem Kinderwunsch so... Das war doch eine Kurzschlusshandlung, oder? Du kennst sie doch, Flo. Würdest du ihr zutrauen, dass sie ein Baby stiehlt? Eigentlich nicht. Und die Eltern? Was werden die jetzt tun? Max und Anna? Keine Ahnung. Es war eine Entführung. Glaubst du, ich kann es ihnen erklären? Max ist ein guter Junge. Ich hoffe, die beiden werden es verstehen. Aber Katharina braucht deine Hilfe. Habt ihr Kinder? Noch nicht. Wir haben uns ziemlich aus den Augen verloren, wir zwei. Hm? Ja. Außer wenn wir uns vor Gericht gegenüberstehen. Was mich betrifft, ich würde das Penkala-Mandat lieber heute als morgen loswerden. Aber auch schon vorgeschlagen, dass wir uns so schnell wie möglich mit ihm zusammensetzen. Am besten noch heute Nachmittag. Aber er hat irgendeinen Rückbau in seiner Firma. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber wir? Heute Nachmittag? Wie, was bedeutet das? Er versucht, die illegalen Überwachungsgeräte auszubauen. Wie bitte? Ja, die Mikrofone und Kameras. Peter. Okay. Ihr habt 2 Stunden Zeit. Solange kann ich den Kollegen Riegers zurückhalten. Und Penkala hat keinen anwaltlichen Beistand, wenn die Staatsanwaltschaft vor der Tür steht. Danke. Ah!
habe alles. Danke. Bitte. Wo bleiben eigentlich meine teuren Anwälte, wenn man sie braucht? Ja, dann schicken Sie ihn her. Das dürfen Sie nicht beschlagnahmen. Das ist technisches Gerät meiner Detektei. Das sind illegale Überwachungsgeräte, die Sie schnell ausgebaut haben, um Ihre Spuren zu verwischen. Um Ihnen das zu verdanken, ja? Was Sie hier angezettelt haben, ist illegal. Vollkommen illegal. Illegal? Das klingt aus Ihrem Mund wie der Witz des Jahrhunderts. So, Sie haben also Unterlagen aus meinem Betrieb. Ich warne Sie, etwas davon zu verwenden. Was ich wann verwende, überlassen Sie mir. Wie sind Sie an die Unterlagen überhaupt rangekommen? Manche würden sagen, weil ich so brav aussehe. Naja. Kommen Sie bitte mit. Ich weiß genau, was da verbaut wurde. Ich will das komplett zurückhaben, unbeschädigt. Kommen Sie bitte. Seit wann bist du denn brav? Ich habe gesagt, dass ich brav aussehe, nicht, dass ich brav bin. Bin stolz auf dich. Du, man sieht doch ganz nett aus. Wenn du ihn nett findest, dann brauch dringend einen guten Anwalt. Nur über meine Leiche. Habe ich dir schon erzählt, dass Max seine Anstellung als Kurierfahrer bekommen hat? Die Aurologistik bezahlt ihm eine richtig gute Abfindung. Jetzt bin ich aber stolz auf dich. Hallo, Pauline. Liebes Brautpaar, ihr seid in dieser entscheidenden Stunde eures Lebens nicht allein. Ihr seid umgeben von Menschen, die euch nahestehen. Und ihr seid Teil der christlichen Gemeinschaft. Ich habe auch was. Gott ist bei euch. Er ist der Gott eures Lebens und eurer Liebe. Er heiligt eure Liebe und vereint euch zu einer untrennbaren Liebe. Was soll das? Was soll was? Bitte euch zuvor. Wir ringen. Öffentlich zu bekunden, gefällt er dir, dass ihr den Bund der Ehe eingehen wollt. Doch. Anna, ich hoffe, das wird jetzt hier kein Heiratsantrag. Kein Heiratsantrag, bitte. Wofür ist der Ring denn dann? Dein Bräutigam Max, Fischküche aufmachen. Als dein Ehemann anzunehmen, so antworte mit Ja. Ja. Fürs Max, Küche aufräumen. Ja, fürs Küche aufräumen. Freien im Schluss, wo mit deiner Braut Anna und den Bund der Ehe. Was ist, wenn ich die ganze Wohnung sauber mache? Zu ehren, ist, dass der Tod euch scheidet, so antworte mit Ja. Ja.